Na hey, Stosch, Leute, und willkommen zu einem Video mal etwas anderer Art und Weise. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, dem wurde bekannt oder bewusst, dass DMC 5, Devil May Cry 5 angekündigt wurde. Und Hol und ich haben den Trailer gesehen. Hol auch hier, by the way, hi. Hallöchen. Und ich habe jetzt mal gedacht, wir geben mal so zu dem Trailer mal so unsere Meinung ab, was wir davon halten, wie so generell die Schiene, die sie da jetzt fahren wollen, die Capcom fahren will. Und so ein bisschen Hoffnung, Träume, weil man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Also zuerst mal, ich fand den Trailer an sich, so vom Aufbau her, echt gut. Hat es auch so ein paar Kleinigkeiten eingebaut, wo man mal tatsächlich rätseln kann, weil ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. So, gewisse Kleinigkeiten. Das Erste, was mich immer gewundert hat, direkt am Anfang, was macht Morgan Freeman dort? Ja, das habe ich auch gedacht, was ist das zu Anfang? Fucking Morgan Freeman steht da, raucht eine und monologt einfach. Das ist, ja, Morgan Freeman in Devil May Cry, das wünsche ich mir. Das können die uns nicht als Bossgegner antun. Final Boss Morgan Freeman. Ich will nicht gegen Gott kämpfen. Genau so, das wäre richtig scheiße. Final Boss Morgan Freeman. Oh Gott. Ja, das halt auf jeden Fall. Ich mache mal nebenbei noch auf den Trailer, damit ich da mal so ein bisschen Referenz habe. Also, was wir jetzt mittlerweile wissen, man spielt offenbar Nero, sprich, es wird eine Fortsetzung zu Devil May Cry 4. Und was noch schöner ist, also ich habe mich ja auch so durch diverseste Artikel durchgeblättert. Sie sind jetzt endlich auf den Trichter gekommen, DMC nicht als offizielle in die Kanon-Reihe einzupacken. Echt jetzt? Ja. Sie haben wortwörtlich gesagt, DMC 5 ist Teil des offiziellen Kanon. Nicht okay. DMC. Sprich also, DMC Devil May Cry, so wie wir es damals miterleben mussten, ist non-canon. Und ich habe jetzt auch mal ein bisschen auf Wikipedia rumgeblättert, selbst da haben sie jetzt reingeschrieben, es ist eine alternative Version. Haben sie sich endlich entschieden, was es sein soll? Weißt du, wenn sie nach ein paar Jahren endlich mal merken, kein Schwein will es und ihr werdet hart dafür gehatet, schreiben wir einfach mal den Wikipedia-Artikel hin. Ich meine, jetzt mal ganz kurz, um zu DMC Devil May Cry abzudriften. Ich kann das Spiel nicht verteidigen. Ohne Scheiß, ich kann es einfach nicht verteidigen. Auf der technischen Ebene top-notch. Ja. Der Rest? Kick weg. Vom Aussehen her ist das Spiel geil. Du darfst ja nicht vergessen, es ist ursprünglich ein PS3-Titel gewesen. Der jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und das Spiel sah damals geil aus. Vom Gameplay her war es mega. Aber sobald einer, auch nur irgendeiner der Charaktere Small aufgemacht hat, hast du dir gedacht, oh nein. Sie mussten also, ja nicht mal was sagen. Es hat schon gereicht, wenn Virgil mit seinem scheiß Hütchen um die Ecke kam. Ja, Virgil war einfach in dem Spiel einfach nur ein absolutes Crybaby. Also das will ich mir gar nicht mehr antun. Auf jeden Fall, back to DMC 5. Wir spielen also Nero, was ich schon mal geil fand, weil ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute, wo Nero richtig feiern. Ja. Zusammen mit Hohl. Mich. Oh Gott, ich liebe Nero. Das Schlimme ist ja, Dante fällt ja nicht mal weg, der kommt ja trotzdem vor. Und das sieht pennerhafter aus als je. Es passt aber leider zu ihm, weil man muss immer wieder sich vor Gedanken haben. Vor allem der Typ hat ein fucking Dämonen-Bike. Wo hat der das her? Und ich bin mir so sicher, irgendwie steckt da noch Rebellion in das Ding rein. Natürlich, der verlässt doch ohne sein Rebellion nicht das Haus, also ich bitte dich. Ohne geht der doch nicht aus dem Haus. Also, klar, Dante sieht alt as fuck aus, aber er sah auch schon in DMC 4 alt aus, also muss man ja mal sagen. Ich gucke mir jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen im Standbild an. Der Witz ist ja, so von der Friese her hat er 1:1 die Matte drin, die er in Teil 2 hatte. Das Problem, ein Problem, also was ich hoffe, dass sie noch machen werden, die Münder der Charaktere. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, also gerade bei Dante. Ja, Dante sieht wirklich aus, wenn er die Mundwinkel so hoch hat, wie er da andauernd hat, sieht aus wie ein fucking Crack-Addict, also... Also ein bisschen Kokain. Also da hoffe ich, dass Capcom nochmal
ein bisschen auf uns hört und sagt so, Dante, sorry, aber du siehst ein bisschen aus, als hättest du gerade noch was gekokst, also nicht böse. Das würde mich aber auch nicht an ihm wundern. Nee, aber trotzdem. Er sieht alt aus, klar, gehört sich auch so, aber er sieht immer noch aus wie Dante und ich fand auch, er klingt in dem einen Soundbit, den man bekommen hat, er klingt auch wie Dante. Dann, ja, man hat halt nicht so viel wirklich gesehen im Trailer, was Storyline angeht. Man weiß nur, es spielt nach DMC4. Also ein paar Jahre. Ein paar Jährchen, ja. Wir wissen halt nicht, wie Neros Sidekick heißt. Sekunde. Ich habe ja hier meine Quellen offen. Oha. Also sein Sidekick ist ja momentan, so von den Infos her, die man kriegt, die eine Trolle, die ihm auch unter anderem seine Prothese gebaut hat. Ja, also... Also ihr hast ja gesehen. Ja, ja. Ich find's nur halt auch schön, dass Nero jetzt tatsächlich auch mal einen Sidekick kriegt. Ja gut, er kann ja schlecht Kiri mitschleppen. Ja, das Prinzesschen kann er nicht so schön mit sich rumtragen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Ja, und man weiß ja auch nicht, was jetzt aus der wird. Ich meine, man sieht ja gut, dass man ihm den Arm abreißt und dann mit einer Prothese rumrennt. Ich bezweifle mal, dass Kiri da gut rumkam. Ja, sie wurde ja nicht mal gezeigt, ist es ja. Also, ja, man weiß, dass sie noch da ist, aber... Du hörst ja eine Line von wegen Kiri, geh rein. Also ergo, sie muss ja da sein. Also ich schätze mal, Prinzessin im Nötenprinzip wird auch wieder drin sein. Ja, hoffen wir mal nicht, dass es diesmal so ist wie in DMC4, wo man das gesamte Spiel ihr hinterherjagt. Nee, also so ich das bisher rausgelesen habe von den Sachen her, also seine Partnerin selber heißt jetzt erstmal Nico. Nico, okay. Also sie ist mir ein bisschen sympathisch irgendwo schon, also von ja, dem, doch, was man also gesehen hat. Sie hat so diese ich geb nen Fick auf alles Attitüde. Wobei sie mit dem Stick wirklich mit Lady und Trish mithalten muss in der Szene. Und das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, doch. Weil Lady und Trish haben sich jetzt über die Jahre halt ihren Status aufgebaut. Die kennt man. Und gerade jetzt in der DMC4 Special Edition konntest du sie spielen, was das Ganze nochmal ein bisschen vertieft irgendwo. Von daher, sie muss schon einiges ausbolzen. Ja gut, ist halt die Frage, wie weit sie jetzt drin vorkommen wird. Also ich denke mal, sie wird halt für seine Upgrades da sein, weil er hat ja seine Dämonenhand nicht mehr. Irgendwie muss sie ja die Updates reinkriegen. Ja, und genau das bezüglich Neros Dämonenhand. Also mal, by the way, der Trailer sieht generell von dem Gameplay, was wir zu Gesicht bekommen, sieht sehr wirklich aus, dass sie Nero nicht viel verändert haben. Und gerade jetzt mit dieser mechanischen Prothese, ich habe so das Gefühl, sie bringen den Devilbringer generell komplett wieder zurück, nur halt anders. Ja, Moment, warte, jetzt muss ich gerade überlegen. Devilbringer war... Das Heranziehen und eine Kombo hat... Ja, das Heranziehen sieht man sogar. Ja, und dann hat er eine Kombo gehabt, irgendwo hat er so ein Vierfach durch die Gegend geschleudert, das ist auch straight aus DMC4. Naja, generell viele halt Kombos. Generell so einige Kombos auch mit seinem Schwert. Also offenbar sein Kampfstil hat sich nicht verändert, was ich gut finde. Ja gut, es wäre ja auch ein bisschen grundbescheuert, wenn er plötzlich einen komplett anderen Kampfstil drauf hätte. Ja, natürlich. Aber dafür gibt's wahrscheinlich nachher Dante wieder, der mit 10.000 verschiedenen Waffen rumrennt. Ich würde sogar erwarten, dass er mehr so auf Fahrzeuge jetzt mittlerweile geht. Dante? Ich meine, okay, wir haben in DMC3 gesehen, er kann fucking Motorrad als Waffe benutzen. Also. Das Ding bei ihm ist ja, ich glaube, er feiert gerade so die absolute Midlife-Crisis für Halbdämonen. Mein letztes Spiel war über meine Jugend und das ist Non-Canon. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er jetzt so auf schnelle Autos und Motorräder abfährt. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass sie Dante nicht komplett vergessen haben. Beim originalen DMC5 Teaser, also Trailer, den wir bekommen haben auf E3, da wurde Dante ja nicht mal gezeigt. Da war nach dem Cover ja Ende. Aber wenn man sich dann den Trailer online nochmal anguckt später, sieht man halt nochmal diese Szene, wo Dante halt auf diesem Dämonenbike, was by the way sick as fuck aussieht, durch die Stadt cruist und ja, es ist Dante. Also von daher, ich bin froh, dass sie ihn beibehalten haben. Aber, worauf ich jetzt viel mehr eingehen möchte, ist die Tatsache, wenn man sich die Szene anguckt, wo Nero mit diesem Fremden kämpft.
Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, meine Vermutung, es ist nur eine Vermutung, dass dieser fremde Virgil ist. Geht schlecht. Virgil hat man getötet. Er ist da getötet sogar? Virgil war ja so von der Lore her eigentlich in dem C3 ja in den Höllenschlund gestürzt. Ja. Dort hat er sich ja mit, oh Gott, wie hieß der nochmal? Mundo hieß der doch. Mundo, ja genau, stimmt. Auf jeden Fall hat er sich halt mit dem angelegt und hat halt verloren und wurde dann eben zu einem seiner großen Minions. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ob es jetzt eins oder zwei war. Ich glaube eher eins. Ich glaube eins oder zwei, ja. Also auf jeden Fall einer von denen. Ich glaube in Teil 1 hast du dann halt gegen einen namenlosen Ritter gekämpft, der halt in allem ebenwürdig gewesen ist. Und gegen Ende, wenn du ihn besiegt hast, hast du halt das andere Teil von deinem Medaillon bekommen. Ja, das. Ergo war das dann halt so der Lore, okay, du hast gerade deinen Bruder abgeschlachtet. Der ist tot. Wir müssen aber auch sagen, es ist DMC. Nothing stays dead forever. Also. Mm. Es ist Virgil. Es wird mich nicht wundern. Ja, gut. Also. Jetzt gerade, wenn man so halt an Lore-Ideen denkt, also es war ja von jeher immer so der Fakt, er hat einen Dämonenarm und wenn er den Dämonenarm für seinen Stand benutzt, ich sag jetzt einfach Stand, scheiß der Hund drauf, ist mir egal, schneid raus, wenn du willst. Also halt die Dämonenform, dann siehst du halt Virgils Dämonenform. Ja. Also ich denke jetzt mal, dass sie ihm den Arm abgerissen haben, um dieses Inferno auszulösen, wird wahrscheinlich seinen Hintergrund haben und auf die Art werden sie wahrscheinlich auch Virgil wiederbringen. Ja, eben, also. Also ich habe Hoffnung, dass sie was Gutes reißen werden. Es wäre schön, wirklich mal so diesen, so Dante und Virgil nochmal nebeneinander stehen zu sehen. Das wäre schon was Schönes, aber das sind aktuell ja nur Spekulationen. Na gut, aber ich habe jetzt nach wie vor Hoffnung, nachdem ich jetzt auch weiß, dass sie wieder ihren Game Director von 3 und 4 drin haben. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Wenn wir jetzt noch Glück haben und dass der sagt, Alter, DMC4 war okay, aber wir müssen da einiges ausbessern. Vor allem, was die Bossmenge angeht. Ja, also es gibt in DMC4 nur 4, 5 Bosse und dann wiederholen die sich andauernd. Ja gut, also Standardbosse waren es glaube ich 4 und dann halt noch so diese einmaligen Kämpfe da gegen Captain Motte, Captain Nö, Glänzeflügel. Naja, das sind ja mehr solche, oder meinst du jetzt hier, dieser Kampf, der nur einmal vorkommt. Naja, diese einmaligen Kämpfe, dann hat man ja diese recycelten Zonenbosse. Ja, halt, diesen Feuerdämon, dessen Namen ich vergessen habe. Barial, Barial hieß er. Dann der Frosch, die Viper. Und der Löwenfeuertyp. Ja, das ist ja Barial gewesen, dieser Löwenfeuertyp. Mhm. Ja, das war der erste Boss. Die waren so belanglos, ich habe mir den Namen nie gemerkt. Ich auch nicht. Barial ist mir gerade nur so nebenbei wieder eingefallen. Ja, also das war eigentlich so der größte Schwächepunkt im vierten Teil. Ja, eigentlich, warte mal, das waren sogar die eigentlichen Bosse. Und dann kam halt noch hier Kiris Bruder, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Oh Gott, den kann man sich aber auch nicht merken, der ist so belanglos, der Typ. Ja, er kam leider viel zu wenig vor, als dass er dann irgendwo eine Bedeutung hat. Von daher, ich hoffe, dass sie die Fehler ausgleichen. Weil sonst fand ich es schön, dass du halt Nero und Dante in dem Spiel hattest. Mit Nero hattest du halt nicht dieses Waffenwechsel-Kombo-System, sondern tatsächlich, du hast dein Schwert, eine Knarre und das, was dein Arm hergibt. Und damit machst du denn das Beste und kriegst dann damit neue Fähigkeiten. Wenn sie das jetzt also quasi in DMC5 umsetzen würden und dass er einfach immer wieder neue Fähigkeiten durch Upgrades und alles dazu kriegt, das wäre schon mal cool. Und wenn wir dann wirklich Dante wieder hätten, wo, ich meine, er killt einfach einen Boss und kriegt die Scheiße einfach, als ob er da eine große Wahl hätte. Also, ich meine, ist dir das mal aufgefallen? Dante besiegt so einen Boss und kriegt die Waffe, ob er nur will oder nicht. Und dann hat er sich gedacht, ich baue ein Motorrad raus. Ja, das ist ein Motorrad, ne? Alter. Ich feiere das Ding nach wie vor. Ja, ich verstehe es. Das Ding ist, das ist ein fucking Dämonen-Bike. Das ist garantiert mal ein Dämon gewesen, den er einfach zerrupft hat. Und jetzt ist es sein Gefährt oder sowas.
Ja gut, aber da würde ich sogar sagen, das wäre eine nette Anspielung auf den Anime. Erinnert dich, da gab es die eine Folge mit dem besessenen Biker. Ja, eben. Also das wäre eine schöne Anspielung und Hommage. Aber, also generell, DMC5, so von dem, was wir jetzt gesehen haben, an Cutscenes und Gameplay, das Spiel sieht super geil aus. Also, die Gegnerdesigns, die Vor allem, wenn ich generell. jetzt hier mal gerade wieder so ein bisschen durchklicke, anscheinend ist das mit zerstörbarer Umgebung auch so ein Ding. Ja, ich meine, man sieht ja auch zum Beispiel an einer Stelle, wo er gegen diesen, wo Nero gegen diesen Boss kämpft. Ja? Der greift sich ein Auto, frisst das mit seinem Bauchmaul und schmeißt so einen Feuerball auf dich. Also. Ja, und zuvor bist du ja noch in so einer halb eingestürzten Kathedrale drin. Er sprengt da die Wand weg und dann kämpfst du draußen. Eben, also da, wenn sie sowas noch einbringen, das könnte auch richtig cool werden. Weil ich mich jetzt echt die ganze Zeit frage, wie weit Open World wird das Ganze so vom Kämpfen her? Ah, das ist fraglich. Ich meine, Open World ist so eine Sache. Im Grunde war bislang. Naja, Schlauchlevel. DMC war überhaupt nicht Open World. Ja, Das aber war es macht für linear. mich halt schon so von der Illusion her mehr den Eindruck, dass du ein bisschen mehr Freiraum zum Laufen hättest. Ja, doch, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich meine, DMC3 war auch offen as fuck eigentlich. Wobei ich mich jetzt gerade echt frage, wäre es jetzt so schlimm, würden sie halt so ein Open-World-System einbauen oder halt deine Hauptmission eben als startbare Punkte einbauen würdest? Würde ich jetzt nicht mal als schlimm betrachten. Ich meine, Meine. letzten Endes, Ja. die Spiele vorher waren ja wirklich so auftragbasierend, sag ich mal. Und Ja. dann hast du halt deine leicht vorgefertigte Strecke, die du gehen kannst, aber du kannst trotzdem abweichen noch hier und da. Ja, das war halt Arkadik-Schlauchlevel-like hell, aber Ja, es hat gereicht. es hat funktioniert, sagen wir es so. DMC3 zum Beispiel wurde ja gegen Ende, da wusstest du ja schon gar nicht mehr, Scheiße, wo soll ich jetzt hin? DMC4 war dann schon wieder ein bisschen linearer, da wusstest du dann immer so, ja, okay, gut, marschieren wir halt dahin und dann, ja, sind wir halt Ja, hier, doch. geil. Und dann kam DMC und das war halt pur linear. Da Also gab ich es halt könnte so es mir, nicht. ja, ich könnte es mir echt ganz gut vorstellen, gerade in dem Fakt, dass sie jetzt dann halt auch noch dieses Motorrad eingebaut haben, dass sie vielleicht sich so eine Overlay-Stadt zusammengeschustert haben, so à la Arkham-Style. Ah ja, doch, das wäre auch schön. Dass du dann halt auch noch so nebenbei Aufträge machen könntest und vielleicht auf dem Weg dann halt auch noch die Nebenfiguren triffst, vielleicht dass Lady irgendwo gerade am Hafen amok läuft. Oh, das wäre witzig. Oder generell so, hier ja, Lady oder Trish, das wäre schön. Oder generell, wen gibt es denn noch? Man muss ja mal denken, das DMC-Universum hat nicht so einen großen Charakterpool, aus dem Und du das ist halt ziehen so, kannst. ja, und das ist eben so das Ding, was mich immer wieder Fragen zurücklässt. Weil es ist momentan immer wieder die Rede von drei spielbaren Charakteren. Wer ist der Dritte? Das ist eben so der Punkt. Ich glaube nicht, dass Nico kämpfen kann. Die ist die Tüftlerin. Ja, nee, sie scheint mir auch nicht eine Kämpferin zu sein. Aber wenn wir mal. Warte mal. Ich hatte einen Screenshot gesehen, wo man auf dem. Also quasi auf dem Logo. Sieht man halt die drei schon so mit dem Rücken zur Kamera. Ja, Man, man den erkennt haben wir auch Nero. schon. Man erkennt Nero und Dante eindeutig. Aber wer ist diese dritte Person? Ja, eben. Das Ding kenne ich auch, aber man erkennt es ums Verrecken nicht. Ich meine, Und mich würde es nicht stören, wenn wir einfach noch, wenn wir einen neuen Charakter dazu kriegen würden, um Himmels Willen. um Gottes Willen, der Pool ist so klein limitiert, also da tut der eine nicht weh. Eben, ich meine, wen haben wir denn? Wer ist wirklich als. Wen kannst du als anerkennbaren DMC-Charakter festlegen? Virgil, Dante, Nero, Trish, Lady. Ja, mehr war da nicht. Nee, mehr ist doch da nicht. Also. Sollten wir jetzt jemanden vergessen haben, schreibt's bitte in die Kommentare, aber ich meine, da hört der Devil May Cry Pool schon auf. Von den Charakteren, die entweder keine Bösewichte sind und sterben oder ne, sonst irgendwo relevant sind. Deswegen, es würde mich freuen, wenn sie da mal jemanden Neues hinzufügen, mal ein neues Gesicht. Gut, jetzt könnte man rumspekulieren, vielleicht ist es ja Neros Tochter, wer weiß, wie viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Ja, da wollte ich sowieso nochmal drauf, weil bezüglich Character Designs. Also, wir haben festgestellt, Dante ist alt. Ich meine, meine Güte, wie alt ist der da?
Das, oh Gott. Er sieht mittlerweile auf dem Screenshot aus, als wäre er schon so Ende 40, Mitte 50. Also ich meine, in Teil 4 wurde er schon so auf 50 geschätzt. Und da fand ich, da sah er noch nicht mal aus wie 50. Ja, aber man hat halt gemerkt, da kommt schon seine Midlife-Crisis mit diesem Cowboy-Look. Ja, cool aussah. Es sah cool, es hat ihm auch gepasst. Dante war in dem Spiel auch noch ein Badass. Da hat das auch noch funktioniert. Jetzt ist so ein drogensüchtiger Crack-Junkie. Ja, deswegen, oh bitte, Capcom. Mach die Münder nicht so krass. So funktionieren Münder nicht. Fucking Dante sieht in dem letzten Screenshot aus wie ein fucking Crackhead. Also bitte, nur ein bisschen runter. Niemand hat so ein derbes Grinsen. Oh, wobei, er wirkt, als hätte er sehr viel Spaß. Vor allem, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe zuerst gedacht, als ich Nero gesehen habe, scheiße, das ist ein Prequel. Ja, das habe ich aber auch sehr oft gelesen, dass Leute sich ausgetobt haben, oh, nicht DMC2, oh. Ja, das war mein erster Albtraum. Ohne Scheiß. Ja, aber durchweg im Internet. Ja, kann ich aber verstehen. Ich meine, das muss ich sagen. Ich fand, Nero sieht jetzt in DMC5 aus wie ein Prequel. Er sieht jünger aus. Ja, die Frisur macht's halt ordentlich. Ja, die Frisur. Und ich finde auch das Gesicht. Er sieht einfach jünger aus irgendwo. Von daher habe ich zuerst gedacht, okay, das ist vielleicht ein Prequel. Und dann, oder halt ja, DMC2. Und ich so, oh nein. Ja gut, aber der Irrglaub wird halt leider Gottes auch verstärkt, weil du eben noch diesen Latina-Sidekick hast, weil du ja vor in DMC Cat gehabt hast. Eben, ja. Also, dass Leute verwirrt gewesen sind, wenn sie sich nicht den Trailer dazu angeguckt sind, ist nachvollziehbar. Eben, wenn sie zum Beispiel nur sehen, aha, das ist Nero. Scheiße, DMC 2, bitte nicht. Also, er sieht jünger aus und ich habe zuerst gedacht, es ist ein Prequel. Aber jetzt, je mehr man sich das halt anguckt, sieht man, es ist ein Sequel zu DMC 4. Wo ich ehrlich gesagt froh bin. Ich finde es aber auch schön, dass sie ein bisschen von seinem Klamottendesign beibehalten haben. Also gerade die alte Jacke. Ja, die alte Jacke einfach. Aber er hat halt nicht mehr so diesen fast schon Dante-Look. Er hat jetzt halt diese kurzen Haare, wo ich gedacht habe, so, DMC-Dante, bist das du? Ich habe es erst gedacht, das ist DMC-Dante, weil er am Ende ja auch weiße Haare hatte. Und auch relativ kurz. Ja gut, aber man merkt halt auch direkt am Trailer, so vom Verhalten her, das ist nicht dieses kleine Arschloch. Nee, das ist Nero und Nero macht seinen eigenen Job. Wobei man halt auch merkt, er ist erwachsener geworden, gerade der Spruch von wegen, wie, kein Chit-Chat oder blöde Ansprachen vorher? Also von daher, er hat einiges von Dante. Vielleicht wird das ja auch mal endlich geklärt, wo Nero herkommt. Ja gut, also sehr offensichtlich ist es halt Virgils Sohn. Man weiß halt nur nicht, wann hat der mal Zeit gehabt, wen zu pimpern. Ja, und ja, vor allem wann, wo, wer, warum das? Wer, warum? Alternativ könnte ich mir ja halt auch vorstellen, dass er irgendwie in einem Ritual geboren wurde, dass man irgendwas von Virgil benutzt hatte, um ihn halt in ein vorhandenes Menschenkind zu transferieren. Vor allem, was ich jetzt hier gerade mal mache, nebenbei kurz, ich mache einfach den Trailer mal langsamer und guck mir mal so, ich erhasche mal so ein paar Blicke von dem Typen, der Nero fertig macht. Und das Schlimme ist, man sieht da auch wieder so einen weißen Bart. So einen Typ mit weißem Bart. Und ich hab so, ich weiß auch nicht. Das Ding ist halt, denk an Morgan Freeman, der hat auch einen weißen Bart. Und ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch irgendwie so dahinter stecken. Willst du mir jetzt also sagen, Morgan Freeman hat Nero den Arm abgeschnitten? Ich könnte es mir vorstellen. Wir wissen ja noch nicht mal, wer dieser Morgan Freeman ist. Es kann einfach nur ein Charakter sein, der einfach da ist. Na, das Ding ist halt, er hat offensichtlich Hintergrundwissen. Und wir kennen es ja alle aus DMC. Wenn irgendwer ein bisschen Hintergrundwissen zu dem hat, was die Bande angeht. Ja, doch, das ist meistens kritisch. Denk an Arkham. Ja, genau. Aber jetzt, wenn ich den Trailer so nebenbei nochmal auf langsam laufen lasse. Wirklich, Capcom, bitte. Die Münder.
Das sieht creepy as fuck aus. Was mir halt so ein bisschen komisch vorkommt, gerade so am Anfang, wenn du diesen komischen Fleischpalast anguckst, hast du da auch so ein bisschen Flashbacks an diverse Formen von Dämonen? Weißt du, welche Flashbacks ich kriege, wenn ich so diese ganzen Gegner und diesen Fleischberg sehe? Mhm. Ich krieg fucking Bloodborne-Flashbacks. Nicht das Schlechteste, was da passieren kann. Nö. Weil ich meine, eine Gegnerart, die schießt irgendwie diese komischen weißen Kugeln auf Nero und dann fliegt er da durch die Gegend. Das Ding hat mich super stark an Amygdala erinnert aus Bloodborne. Wie gesagt, ist vor allem auch mit dem Kopf, der so aussieht wie, ich weiß auch nicht, unbeschreiblich, unbeschreibbar, albtraumhaft. Ich meine, es ist Devil May Cry Design. Also jetzt haben sie offenbar wieder was ganz Neues genommen, statt die Sack-Vogelscheuchen aus dem vierten und den Sensenmännchen aus dem dritten, gibt's jetzt offenbar Bloodborne-Dämonen. Was, wie gesagt, nichts Schlechtes sein muss. Sie erinnern mich halt nur dran. Es ist halt ein eigenes Design und das finde ich auch gut so. Sie gehen halt mehr so in dieses pflanzlich mit Fleischklumpen dran, was eigentlich halt auch so diesem Ding passt, wo sie jetzt dann halt auch thematisieren wollen, finde ich. Ja, so Mutation schon fast ein bisschen. Mhm. So Teufelsmutation. Ja, also von dem, was ich da jetzt halt auch so nebenbei durchlese, also es soll ja jetzt dann so um die Wurzeln des Dämonenbaums gehen. Ja, das macht ja auch Sinn, weil du überall Wurzeln und alles siehst, die denn da durch die Gegend wippen und Leute angreifen und hast du nicht gesehen. Ja eben, also dass es dann halt mehr so auf Pflanzen-Fleisch-Pump-Hybrid geht, finde ich gut. Ja, doch. Ich meine, ist immer noch besser als diese Sackvogelscheuchen aus dem Vierten. Die habe ich irgendwann nicht mehr ernst genommen, weil also einfach so solche Säcke sind durch die Gegend. Was ich halt so genial finde, wo ich gerade wieder so durchscrolle und mir so die Kämpfe angucke, mir gefällt die Idee, dass er seine Prothese als Skateboard missbraucht. Ja, doch. Ist er so. Vor allem, ich kann es jetzt schon kaum erwarten, den Arm abzufeuern und zu brüllen: Rocket to Punch! Och, bitte. So unkreativ, ich habe erwartet, dass du jedes Mal super brüllst. Super! Er hat nur einen Arm, er ist kein ganzer Cyborg. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Auch wieder wahr. Aber also der Trailer sieht echt gut aus, jetzt alles in einem. Vielleicht als letztes nochmal kurz ansprechen, weil wir müssen nicht diskutieren, dass die Action in dem Trailer geil aussieht. Das ist Fakt. Mhm. Ich meine, Nero springt aus dem Truck, erschießt ein paar Dämonen, das Ganze explodiert und auf einmal ist er wieder im Truck drinne und du denkst dir einfach nur, ja, das ist DMC. Das ist over the top, das ist absolut Madness und ich liebe jede Sekunde davon. Ja, also mir kämen jetzt eigentlich auch nur noch zwei Sachen in den Sinn, wo wirklich interessant wären zu erwähnen. Ja. Also zum einen, also in Teil 4 hat man ja immer gedacht, der Arm wäre eigentlich so die Quelle von seiner Macht. Ja. Es wurde ja immer so dargestellt und jetzt merkt man halt, okay, er ist ein Vollblutdämon, er braucht den Arm nicht. Nee, da ist noch mehr, wo er tatsächlich drauf hat. Ich meine, sonst würde er nicht aus seinem Truck springen und wäre auf einmal wieder drin, also... Vor allem, er hat ja seine Fähigkeiten, eben. Man merkt's ja. Man kann davon ausgehen, dass der da noch ein bisschen mehr drauf hat. Mhm. Also es ist halt nicht so Menschenkind, Arm dran gepappt, gut ist. Mhm. Was mir halt jetzt dann noch andersweitig aufgefallen ist und mir eher noch ein bisschen flau im Magen liegt, bis es ja mal bewiesen wird, dass es funktioniert. Die programmieren das ganze Ding auf der Resi 7 Engine. Ah. Und die ist arg hardwarehungrig. Ich hoffe mal, sie pegeln das so runter, dass es auch auf dem Mittelklasse-PC laufen wird. Ja, das ist, also ich habe jetzt mittlerweile auch gelesen, das war meine Befürchtung zuerst, weil es ja halt auf der Microsoft-Pressekonferenz lief. Ich hatte arge Befürchtung, dass es halt ein Xbox- und PC-Exclusive wird. Also ich kann dir sogar direkt sagen, PC, PS4, Xbox One. Ja, also von daher, die Angst habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Weil, ohne Scheiß, ich habe gedacht so, oh nein, ich will das nicht auf dem PC. Ich will nicht diese Buggy Day One Experience haben, bitte. Nicht in meinem DMC. Weil ich meine, ich bin mittlerweile misstrauisch geworden, was PC Day One Releases angeht.
Wobei man da halt immer noch zugute halten muss, PC kannst du leichter nachpatchen als auf Konsole. Ja, das stimmt. Was nicht bedeutet, dass man es generell machen sollte. Nee, das ist so immer noch ein Fakt. Das Minimum eines Spiels ist, dass es funktionieren sollte. Und wenn es an Day One so verbuggt ist, es hinterlässt einen bösen Nachgeschmack. Durchaus. Und das ist etwas, was dem Spiel schadet und vor allem, was weitergehende Releases schaden würde. Ich meine, vielleicht können wir ja eines Tages noch hoffen auf ein DMC6 oder so, wo dann tatsächlich mal, was weiß ich, Dante im Rollstuhl oder so. Oh Gott. Dante ist so alt, er braucht einen Rollstuhl. Oder so ein Segway. Ja, mit so einem Segway. Auch nicht schlecht. Ich könnte mir sogar die Szene schon vorstellen. Kommt um die Ecke gerollt, die Viecher gucken ihn an. Er dreht am Gaspedal und heizt dann mit so einer Feuerspur auf die Viecher zu. Ja, das wäre so Dante. Das wäre sowas von Dante. Und das würde ich absolut feiern. Trotzdem. Die letzte Sache, wo mir jetzt noch einfällt, wo man vielleicht nochmal ansprechen müsste, wäre die Tatsache Musikdesign von dem Trailer. Weil wir wissen mittlerweile, welche Musikschiene Devil May Cry in der Regel fährt. Mehr so dieses gritty, edgelordige, metalhafte, sag ich mal. Und jetzt hier im Trailer haben sie halt mehr so... Es ist nur um einiges leichter, schon fast eine funky Version schon fast. Mir fehlt jetzt gerade das Wort fürs Genre. Ich gehen und sagen, das ist mehr so ein New Age School Punk. Ja, eben, es wird schon eher passen. Was nur merkwürdig ist, weil man dann so überlegt, dass eigentlich alle älter sind. Von daher. Ja, gut, aber es ist halt auch schon stilistisch gut angepasst. Es ist jetzt halt eine neue Generation mit Nero. Ja, auch wieder wahr. Ich meine, das Lied ist nicht schlecht, um Himmels Willen. Catchy. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich befürworte alles, was nicht DMC-Hip-Hop-Gangster-Scheiß ist. Ja, und, oh Gott, ja. Oh. Dieses Spiel, ey. Da kann ich nie drauf reagieren, wenn ich so... Nee, es ist einfach so. Das DMC-Theme, also Devil's Never Cry, wurde auch schon mittlerweile für so viele Games geremaked und geremastert und hast du nicht gesehen? Mittlerweile hast du sogar Sephiroth-Boss-Team... Und ich meine, das Schlimmste, was ich immer noch gehört habe, war die Version aus Marvel vs. Capcom Infinite, wo einfach nur klingt, als hättest du die Leadsänger ersäuft. Es soffen einfach im Kopf unter Wasser, bis keine Blasen mehr rauskommen. Ich glaube, die sind in ihren Tränen ertrunken, weil sie sich gezwungen haben, DMC zu spielen. Ja, deswegen also, das Lied, was da jetzt im Trailer zum 5. lief, ist es catchy. Also von daher, finde ich gut. Und letzten Endes weiß man ja halt nicht, was da halt an Musik in-game sein wird. Eben, das wissen wir ja noch nicht. Dafür haben wir noch keine richtigen Gameplay-Trailer, sondern nur halt einen Announcement-Trailer. Eben. Aber ich sag mal, wenn sie diese Liebe zum Detail, die sie jetzt schon haben, weil dieser Truck einfach, die Nummer, die da steht, 6 My God 09. Das ist, Und dann auch wieder Devil May Cry in dieser Leuchtschrift, weißt du, wo Dante vor seinem Laden hatte. Und dann daneben diese kleine 5, ist super adorable. Ich behaupte jetzt einfach mal, er ist bei ihm vorbeigefahren, hat die Leuchtreklame abgerupft, hat gemerkt, Dante ist im Urlaub, Midlife Crisis feiern und denkt sich, YOLO, gehört jetzt mir. Ja, hat er wahrscheinlich Dante geklaut. Ich meine, so oft wie der sein Büro schon in die Luft gejagt hat. Ja gut, ich meine, in DMC3 ist das Ding zuallererst in Trümmern, also von daher, Nero hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, dann nehme ich halt ein fahrendes Büro, leck mich halt, Dante. Nee, also ich bin gespannt. Wir müssen zwar noch ein halbes Jahr warten, vielleicht sogar länger, wer weiß. Ich meine, soll ja Spring, also Frühjahr 2019 rauskommen. Wir haben also noch kein Release-Date, wundert mich nicht bei einem Announcement-Trailer, sondern nur grobe Zeit. Also kann es halt noch dauern. Es kann auch halt im Sommer erst rauskommen, nächsten Jahres. Aber Capcom, bitte lasst euch Zeit. Nehmt euch die Zeit. Wir sind auch noch da nächstes Jahr, also von daher.
Im Zweifelsfalle macht den Kojima, nehmt euch Zeit und um Gottes Willen, stopft keine DLCs rein. Don't fucking rush it. Oder wenn ihr DLCs reinhaut, sorgt dafür, dass sie besser sind als in DMC. Und keine Kostümpacks. Ja, das ist immer noch so diese größte Beleidigung. So ein Kostüm, wo nichts tut, außer aussehen. Ich färb deine Haare um für 5 Euro. Ich meine, wenn es wenigstens dein Moveset ändern würde oder so, das wäre ja noch was. Aber... Oder wenigstens einige der beleidigenden Szenen umschreibt im Spiel. Aber naja, was bleibt denn jetzt noch zu sagen? Ich freue mich drauf. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, endlich wieder DMC spielen zu können. Und vielleicht als letztes noch bitte, Capcom, ich sag's zum dritten Mal, die Münder. Ohne Scheiß, jeder in diesem Spiel hat so einen merkwürdigen Mund. Niki hat so ein merkwürdiges Grinsen. Nero sieht an der Stelle, wo er am Boden liegt, sehr merkwürdig aus. Dante sieht aus wie ein Crack-Addict, also ein bisschen runter. Ein bisschen... Ne? Weißt du, was mir jetzt gerade so am Ende einfällt? Na? Dante sieht gerade aus, als wäre er jenseits der 60. Ja. Was ist eigentlich mit Lady? Ich meine, diesen Mensch. Trish, okay, die ist ein Dämon. Ja, Trish ist ein Dämon. Bei der wahrscheinlich sieht die noch genauso aus wie damals. Ja, aber was ist mit Lady? Oh Gott, Oma Lady. Oh, das würde ich mir sogar zu witzig vorstellen. Wobei, ich könnte es mir ja lustig vorstellen, hätte sie sich irgendwie ein Kind adoptiert oder heimlich ein Kind bekommen. Und dann... Dass man den als Charakter kriegt. Ja, doch. Das wäre auch nicht schlecht. Ich meine, aus ihrem Privatleben weiß man de facto einen Scheiß. Man weiß gar nichts über die Mädels, also von daher. Ja gut, von Trish weiß man halt, ist halt ein magischer Klon von seiner Mutter. Ja, eben. Aber Lady, die müsste jetzt mittlerweile auch schon... Die müsste auch schon dann an die 60 sein. Und ich stelle mir das nur gerade... Stell mal vor, es kommt denn wirklich Trish so, wie sie... also er hat jetzt Trish nur in... Lady nur in alt... Und dann steht's mir einfach nur so, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Bei ihr könnte ich es mir dann mit dem Rollstuhl vorstellen. Oh Ghetto, Stuhl. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, sie würde trotzdem noch Ärsche kicken in der Zeit. Auf jeden. Ich meine, es ist Lady, also Lady doesn't take shit from anyone. Also, setzt die alte Dame einfach in ein Auto rein mit ein paar Raketen werfen, die ist glücklich. Ja eben, funktioniert. Aber ja, alles in allem, ich war zuerst skeptisch, aber jetzt, wenn man sich den Trailer genauer anguckt, es ist etwas, worauf wir uns, glaube ich, freuen können. Auf jeden Fall mehr als auf DMC damals. Ja, bei DMC, ich sag's immer wieder, ich kann das Spiel nicht verteidigen. Ich kann das Gameplay verteidigen, aber da hört's auch schon wieder auf. Ja, und das ist dann halt das Problem. Ein reines Gameplay funktioniert vielleicht bei einem Online-Prügler, wo du einen Fick auf Charaktere oder Aufbau gibst. Ja. Aber wenn die Viecher dir dann halt die ganze Zeit in die Kamera labern und dich nur abfacken, dann kannst du auch gleich Check 2 spielen. Genau, danke dafür. Gern geschehen. Also ich freue mich drauf. Ich kann es auch kaum erwarten, davon neue Sachen rauszufinden. Aber ich weiß jetzt nicht, was... Es gibt dieses Jahr, glaube ich, noch eine... Vielleicht auf der Gamescom dieses Jahr. Vielleicht kommt da noch mal was. Wobei, ich bin jetzt mal zwiegespalten. Einerseits bin ich hyped, aber ich will nicht zu viel davon sehen. Ja, auch wieder wahr. Das ist aktuell so, das nervt mich generell heutzutage an der Hype-Generation, sag ich mal. Alleine Kingdom Hearts 3. Ja, mittlerweile, ich habe sowas von jetzt schon keine Lust mehr auf Kingdom Hearts 3, leider. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Weil einfach, du kriegst jede Welt schon gespoilert. Im Grunde, du hast das Spiel jetzt mittlerweile schon gespielt, wenn du sämtliche Trailer geguckt hast. Und durch die Story blickt eh keine Sau mehr durch. Man hat mir mal gesagt, man soll einfach alle Teile bislang spielen und dann weißt du. Auch das Handyspiel? Ja, auch das Handyspiel. Genau ich das. Nicht mal. Oh Junge! Was macht denn eigentlich ein Kleinkind, das kein Handy hat? Oh Junge! Oh Gott, ich erinnere mich an das von Andy gestern, wo er sich den Kack aus dem Handycam durchgelesen hat. Nee. Das ist was, das ist something. Aber ja. DMC 5, ich bin gespannt. Ich kann es kaum erwarten, mehr rauszukriegen.
Also es kann, nur gut werden, auch wenn Capcom dahinter sitzt. Aber wir wissen, es ist der Game Director von 3 und 4, also von daher. Es behält wenigstens seinen Charme, weil wir wissen, da sitzt jemand dran, der weiß, was er da gemacht hat. Und vielleicht mit ganz viel Glück, jetzt wo sie endlich mal ganz offiziell Nero als Folgecharakter nochmal eingebaut haben. Capcom, ich will verschissen nochmal im nächsten Kloppspiel von euch Nero, nicht schon wieder Dante. Ja, doch. Das wär mal was Angenehmes gewesen. Ja. Alleine das Movement mit diesem Kabelarm, bitte. Es muss ja nicht mal der Kabel sein, sondern es reicht ja schon, wenn man einfach Nero aus dem C4 nimmt. Ja, ist also, mir egal, Hauptsache er hat seine Get-Closer. Ja, es ist mein... Nero ist schon immer ein geiler Charakter gewesen, auch wenn Leute mal rumgejault haben von wegen, der ist in dem C4 nur am Rumjaulen. Und ich sitze dann nicht mehr, Alter, der Typ hat den schlechtesten Tag in seinem Leben. Natürlich ist er nur am Rumjaulen. Weißt du, ich ziehe jetzt mal so den Vergleich. Die Typen, wo damals geheult haben, Nero ist eine Heulsuse. Ich guck mal auf DMC. Ist das der Held, den ihr wolltet? Sowas bekommen wir dann. Sowas kriegen wir dann, wenn wir solche Scheiße bringen, ne? Dann passiert sowas. Dann passiert DMC. Und ich zieh jetzt mal noch einen Vergleich. MGS2, Raiden ist so ein Mädchen. Teil 4, eigener Teil. Wer ist jetzt ein Mädchen? Fucking Rising. Einfach das Metalist-Spiel ever. Weißt du, man kann am Anfang immer schön viel verurteilen. Mache ich auch ganz gerne bei vielen Sachen. Aber bei Nero, nee, da lege ich eine Hand ins Feuer. Der hat über Potenzial. Ja, der hat echt Potenzial. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie aus ihm machen jetzt in dem Teil. Und vor allem, in welche Richtung das sich noch entwickelt. Wir bleiben gespannt. Das war's jetzt hier, weil sonst diskutieren wir noch über andere Themen, in die wir abdriften. Und schreibt mir eure Meinung zu DMC5 in die Kommentare am besten. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir irgendwie was erfahren oder wenn wir irgendwas zu podcasten haben. Sonst sagt doch mal, wie ihr das Ganze hier fandet, weil wir experimentieren jetzt hier ein bisschen rum. So ist das nun mal. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Stand proud. See you, Leute. Bye. Pudding.